So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu 60 Parsecs. Wir haben mittlerweile den 32. Tag. Baby Bronco ist schon seit Ewigkeiten tot. Das sind wir. Unsere Megan, die alte. Rentnerin. Ja, ich glaube, sie hatte irgendwie eine Wäscherei gehabt. Nach ihrer Rente ist sie dann hier hingekommen. Na egal. Wir wollen jedenfalls diesmal zur Fertigungsstraße. Bestätigen wir. Wir schicken Megan. Und sie bekommt diesmal eine Gasmaske mit. Ich weiß nicht, vielleicht ein Kommunikator sogar. Wir probieren mal einen Kommunikator auch noch. Ich weiß nicht, ob sie das alles tragen kann. Testen. Hier haben wir uns entschieden. Wir haben nicht mehr viel zu essen. Aber ich glaube, wir produzieren gerade Essen. Ja, super. Okay, dann nächster Tag. Tag 33. Megan ist wieder unterwegs. Wir waren erfolgreich, Captain. Deine kulinarischen Gelüste sind wieder unter Kontrolle. Wir verbrachten den Nachmittag mit erbauenden Gesprächen über Dinge, die wichtiger sind als Essen, und kamen dann zurück auf die vielen Vorzüge von Tomatensuppe. Jetzt sollten wir uns aber wieder darauf konzentrieren, die aktuelle Mission zu überleben. Meinst du nicht auch? Denk daran, das Leben ist wie ein gedeckter Tisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber meine Programmierung sagt mir, dass du dich jetzt besser fühlen solltest. Megan ist die Richtung, ist in Richtung Fertigungsstraße in einem Gebäude aufgebrochen, um Vorräte zu plündern. Du bist weiterhin auf Zack, Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand, super. Okay, was können wir verbessern? Die Batterie. Dauert einen Tag, machen wir. Wir haben noch keinen Hunger, das passt. Dann treffen wir mal unsere Entscheidung. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut, Captain? Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du einen Ausschlag zu haben scheinst. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber wir können nicht ausschließen, dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich würde dir wärmstens empfehlen, etwas gegen den Ausschlag zu unternehmen. Ich schwöre, ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Es geht wirklich nicht darum, wie komisch du gerade aussiehst. Wir schauen mal ins Handbuch. So. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder alles gemacht. Megan ist unterwegs. Wir versuchen, die Atombatterie zu verbessern. Jo, dann mal los. Tag 34. Hallo, Captain. Du siehst heute sehr erholt aus. Ich sehe, du hast einen Weg gefunden, mit diesem Ausschlag fertig zu werden, der dich geplagt hat. Du konntest die Ursache zwar nicht ermitteln, aber zumindest hast du im Astro-Bürger-Handbuch eine Anleitung gefunden, ihn zu behandeln. Es stand kein Name da. Also glaubst du ihm einen Capitania Vertigor wie nett von dir. Achso, du gabst ihm einen Namen. Okay. Du bist weiterhin auf Zack. Megan ist immer noch draußen auf Expedition. Verbesserung abgeschlossen, neuer Gegenstand.
Thermonukleare Batterie. Du bist hungrig. Okay, ich bin hungrig. Wo kann ich mich hier entscheiden? Captain, wir haben ungebetenen Besuch. Eine Horde Roboterpinguine hat das Shuttle vollständig umzingelt. Sie wirken feindselig, aber wer weiß, vielleicht schwingen sie die Messer aus einem anderen Grund. Das sind Gartenpinguine, Captain. Die Art billige Dekoration, die ein reicher Roboter in seinem Vorgarten stellen würde. Alle ihre Computer wurden von einem mordlustigen Virus angegriffen. Ich zeige Ihnen mal das Artefakt. Die Riesenkuh. So, und wir stellen Suppe her. Ich weiß nicht, essen wir noch eine Suppe? Ja, wir essen auch eine Suppe. So. Dann mal nächster Tag. Megan ist unterwegs. Vielleicht kommt sie auch heute schon wieder. Tag 35. Nein, Megan ist noch nicht da. Okay, du hast das Artefakt über deinen Kopf gehalten und bist voller Zuversicht in die Menge der Gartenpinguine gelaufen, die das Shuttle umstellten. Der heilige Firlefanz befiehlt euch, diesen Ort zu verlassen, sagtest du. Die Gartenpinguine starrten dich durchdringend mit ihren roten Augen an. Ließen die kleinen Dekoroboter ihre Messer sinken, watschelten weiterhin starrend rückwärts davon. Du hattest so viele Fragen und an Schlaf war nicht mehr zu denken. Du bist immer noch hellwach. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand. Suppe, du hast keinen Hunger mehr. Okay. Heieiei. Haha. Hunger, da. Ich müsste noch mal Suppe herstellen. Oder Rüstung. Wir stellen Suppe her. Wir wollen nicht verhungern. Entscheidung treffen. Was gibt's denn heute? Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen. Aber auch wenn das Spiel nie beendet wurde. Die Spielstände bestehen aus Mineralien, die wir verwenden können. Ich bin normalerweise keine, die anderen gerne den Spaß verdirbt, aber bei dem Spielstand steht der Gewinner ja ohnehin schon fest. Es wird sie also sicher nicht stören, wenn wir das eine oder andere O oder X zerstören. Sollten wir so frei sein, die Teile als Ressourcen zu verwenden? Ach, Mineralien brauchen wir eigentlich nicht, aber klar. Irgendwas muss passieren. Wir stecken sonst hier ewig fest. Veränderung ist das Einzige, was uns hier eventuell rausholen könnte. So. Megan scheint wieder zurück. Oh Gott, Megan dreht durch. Uiuiui. So, Tag 36. Der Abbau des übergroßen 3-Gewinnspiels war ein voller Erfolg. Wer auch immer es hinterlassen hat, war nirgends zu sehen. Und du bist mit einer deftigen Ladung Mineralien zurückgekehrt, die wir nicht brauchen. Sie waren zwar etwas schwer zum Schiff zu tragen, unter anderem wegen ihrer gigantischen Größe, aber sonst lief alles reibungslos. Es wird Ihnen eine Lehre sein, Ihre Spielsachen nicht auf dem Boden, beispielsweise auf der Planetenoberfläche, liegen zu lassen. Ich bin mir sicher,
Es macht niemanden etwas aus. Megan ist von ihrer Reise zur Fertigungsstraße zurückgekehrt. Sie sieht erschöpft aus, außerdem wirkt sie etwas hungrig und aufgewühlt. Sie sagt, dass die Fertigungsstraße etwas unheimlich ist. Niemand geht mehr dorthin. Es scheint, als würden die Roboter nicht mehr in dieser Stadt hergestellt werden. Der Ort war staubig und voller giftiger Gase. Megan ist mit der Maske etwas zu grob umgegangen und hat ziemlich gelitten. Megan hat aus einem Labor hinten im Gebäude ein paar Komponenten eingesammelt. Ich bin mir sicher, dass wir dafür Verwendung finden. Okay, das gibt schon mal super. Megan sagt, dass die Fertigungsstraße ziemlich heruntergekommen und beunruhigend ist. Warum haben sie ihr Bevölkerungswachstum gestoppt? Du bist weiterhin fit im Kopf. Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand. Super. Ach so, da kommt es. Die eine Suppe her. Wir wurden auf unseren letzten Expeditionen verfolgt. Wir können nicht sagen, von wem oder was. Es ist offensichtlich, dass Megan jetzt wahnsinnig ist. Megan ist wirklich müde. Okay, Megan. Wahnsinnig und müde. Sie hat keinen Hunger. Okay, wenn wir eine Sockenpuppe produzieren. Scheiße. Wir können keine Sockenpuppe. Warte. Ja, Gesundheit ist auch normal. Scheißtrick. Kein Hunger. Verbandspack oder eine Rüstung. Also 3 Tage dauern. Okay. Verbandspäckchen stellen wir mal her. So, wir dürfen noch eine Entscheidung treffen. Captain, erinnerst du dich an die Übertragung, die wir vor kurzem erhalten haben? Die mit den mysteriösen Koordinaten? Ja. Diesmal haben wir eine Sockenpuppe. Ich gehe mal hin. So. Wenn ich die Sockenpuppe zurückbekomme, kann ich die vielleicht bei Megan anwenden. So. Nächster Tag. So, bitte, bitte, bitte. Lass jetzt keine Falle sein. Tag 37. Rendezvous. Du hast dich dem Ort genähert, deine Sockenpuppe über eine Hand gestülpt und verkündet. Ich komme in Frieden. Hinter einem Felsen kam eine kleine metallerne Figur hervor. Ihr Name lautete. H3114 und ihr enttäuschter Blick ließ durch zweifelfrei wissen, dass sie jemand völlig anderen erwartet hatte. Leider bist du kein attraktiver junger Roboter namens Dumbo. H3114 oder wie es für deine menschlichen Ohren und Augen leichter zu verarbeiten. Shayla ist beklagt einen Glitch in ihrer momentanen Programmierung, durch den sie sich in den jungen Dumbo verliebt hat, obwohl ihnen beiden bereits andere Partner vom System des Planeten zugeteilt worden sind. Stella glaubt, dass Dumbos Programmierung keinen Fehler aufweist und er ihre Liebe nicht erwidern kann.
Du wirkst, oioioi, du wirkst von dieser tragischen Liebesgeschichte tief berührt, ob ich auch berührt bin, eher weniger. Sockenpuppe verloren. Megan ist weiterhin wahnsinnig. Du bist hungrig. Megan hat sich ausgeruht und ist ziemlich hungrig. Okay. Megan ist hungrig, kriegt was zu essen. Ich bin hungrig. Wobei, ich warte mal noch einen Tag. So, Entscheidung treffen. Ein reisender Robohändler kam an unserem Shuttle vorbei. Er bot dir an, in den Vorzug eines sogenannten Rekonfigurators zu kommen, einem esoterisch-energetischen Empfindungsverstärker. Klingt zumindest interessant. Der Roboter erklärt dir, während er seine feingestutzten Schnurrbart knetet, dass die Maschine in der Lage ist, entweder deine Muskelkraft oder deine Reaktionszeit zu verbessern. Wähle mit Bedacht. So. Hätten wir das, hier wird noch der Verbandskasten erfunden. Wahnsinnig und hungrig, hungrig. Ja, haben wir schon entschieden. Die kann ich jetzt nicht rausschicken. Ja, das wird ein Desaster. Nächster Tag. Tag 38. Du betrachtest den Rekonfigurator in der Hoffnung, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Und siehe da, als du herauskamst, fühltest du dich tatsächlich leichter und schneller. Doch es gibt Nebenwirkungen. Du bist schneller müde und kannst nicht mehr so viel tragen wie vorher. Du wolltest dich noch beschweren, aber der Roboter baute die Maschine mit einem Knopfdruck ab und machte sich mit den Worten: "Tut mir leid, kein Geld zurück Garantie" aus dem Staub. Es gelang dir, ihn einzuholen, aber du warst zu schwach, um sein Fahrzeug mit Gewalt aufzuhalten. Du bist weiterhin auf Zack. Megan wirkt immer noch wahnsinnig. Megan hat keinen Hunger mehr. Okay. Wir sind aber hungrig, deshalb essen wir mal was. Hier müssen wir einen Tag warten. Hier können wir uns entscheiden. Captain, ich habe bemerkt, wie du dieses Ding da draußen ansiehst, hinter dem Stein, nur ein paar Meter entfernt. Irgendetwas Glänzendes glänzt und ist bestimmt wertvoll. Ich weiß, dass du es willst, aber du kriegst es nicht. Warum nicht, fragst du? Weil hier in der Nähe gleich ein Meteorschauer niedergeht. Deswegen. Also bleib lieber drin und sieh weiter aus dem Fenster, wenn du nicht ernsthaft verbeult werden willst. Die Chance, unbeschadet einen Meteorschauer zu durchqueren, steht nicht zu deinen Gunsten. Rüstung haben wir leider nicht, schade. So. Hatten wir jetzt schon was gegessen? Ja. Mecken war nur wahnsinnig. Oh. Bauen wir eine Sockenpuppe oder... Wir müssen eine Sockenpuppe bauen, dass das Mecken irgendwie wieder zu Verstand kommt. Gut, nächster Tag. Ich kann die nicht so auf Expedition schicken, das wird nichts. Tag 39. Und bevor ich's vergesse, ich könnte eigentlich die Folge mal beenden. Dann mal Tschüss und Ciao, bis zum
zum nächsten Mal bei 60 Parsecs. Tschüss, ciao, bye bye.